Einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro verursachte am Montag gegen 1.45 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus in der Zwingergasse in Walderstadt. Ein 55-jähriger Bewohner hatte mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit eine Zigarette brennen lassen und sich anschließend zu Bett gelegt, so die Polizei. Als er wenig später Rauch bemerkte, versuchte er selbst das Feuer, das im Wohnzimmer im Bereich des Fußbodens und eines Sessels entstanden war, zu löschen. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Walderstadt, die mit 10 Fahrzeugen und 62 Einsatzkräften anrückte, konnte das Feuer schließlich löschen. Da sich der Rauch im gesamten Treppenhaus verbreitete, mussten alle anwesenden Bewohner das Haus verlassen. Eine 22-jährige Bewohnerin, ein 5 Jahre altes Kind und auch der 55-Jährige wurden mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Wohnung des 55-Jährigen ist derzeit unbewohnbar. Die restlichen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.